Das Ruhmsche Flammenrohr ist eine Möglichkeit, Schallwellen bildlich darzustellen. Besser gesagt, überhaupt einmal darzustellen, denn man kann mit Schallwellen bekanntlicherweise ja nicht sehen. Das Ruhmsche Flammenrohr ist ein handelsübliches Messingrohr, auf dessen oberen Seite kleine Löcher hineingebohrt worden sind. Das Rohr ist mit Gas gefüllt, welches hier über eine Gasleitung in das Rohr eingespeist wird. Auf dieser Seite ist das Rohr verschlossen, damit die Schallwellen reflektiert werden können. Die Schallwellen werden von einem Lautsprecher auf der gegenüberliegenden Seite erzeugt und in das Rohr abgegeben. Dadurch wird das Gas in Schwingung versetzt. Die Welle, die wir hier eingezeichnet haben, ist nicht die Welle, die der Lautsprecher aussendet, sondern das ist das Ergebnis verschiedenster Reflexionen. Diese Welle nennt man stehende Welle. Aber was ist denn überhaupt eine stehende Welle? Ganz einfach, das hier ist eine stehende Welle, wie sie hier eingezeichnet ist. Eine stehende Welle bewirkt, dass die Flammsicherung verändert. Inwiefern? Wir haben bei einer stehenden Welle einen Bauch und einen Knotenpunkt. Bei einem Bauch herrscht in dem Rohr ein höherer Druck. Das heißt, das Gas wird mit mehr Druck aus den Löchern rausgedrückt. Das heißt, gleich die Flamme ist höher. Bei einem Knotenpunkt ist es so, dass der Druck gleich bleibt, dass nicht erhöht wird. Und deswegen bleibt die Flammenhöhe gleich.